Edles Leder und feine Stoffe, schön verziert und kombiniert mit seltenen Hölzern, Chrom und Aluminium, perfekt verarbeitet und eingepasst. Das Werk eines Fahrzeuginnenausstatters. John Oliver Gohl und Tamara Winkler lernen diesen Beruf im dritten Ausbildungsjahr bei der Firma Grammer. Begonnen hat hier in Kümmersbruck bei Amberg alles mit der Herstellung von ein paar Sitzkissen für Traktoren. Heute ist der Industriebetrieb zu einem internationalen Unternehmen gewachsen und auf die Herstellung von Lkw- und Baumaschinensitzen spezialisiert. Berufskraftfahrer verbringen darauf viel Zeit und sie spüren schnell, wenn etwas drückt. Deshalb muss alles perfekt passen. John Oliver hat hier nach seinem Quali mit der Ausbildung angefangen. Jetzt macht er sich in der Schleiferei ans Werk. Mund- und Augenschutz sind nötig, denn gleich wirbeln viele Schaumstoffteile durch die Luft. Seine Aufgabe, er soll die Sitzfläche für einen Traktor mit der Schleifmaschine vertiefen und die Seitenteile etwas schmälern. Offenbar hat es den Kunden an einigen Stellen gedrückt. John Oliver benutzt eine Schablone aus dem Konstruktionsbüro. So weiß er, wie viel abgeschliffen werden muss. Ein wenig Pressluft, um erst den Sitz und dann sich zu säubern. Der erste Arbeitsschritt ist erledigt. Für alle Arbeiten gilt, der Fahrzeuginnenausstatter muss präzise arbeiten, braucht ein gutes Auge und eine ruhige Hand. Bisher hat John Oliver mit Gefühl und Augenmaß gearbeitet. Jetzt nutzt er das Millimetermaß, um die nach dem Schleifen neuen Flächen genau zu vermessen. Er markiert die Mitte des Sitzes und die Kantenverläufe an der Außenseite. John Oliver arbeitet konzentriert, denn mit diesen Maßen fertigt er Schablonen an, die neuen Schnittmuster für den Bezugsstoff. Tamara und John Oliver arbeiten im sogenannten Kompetenzzentrum, einer Abteilung, in der neue Sitze entwickelt und getestet werden. Auch spezielle Kundenwünsche werden hier erfüllt. Es ist das Herzstück der Firma. Alles, was hier passiert, ist streng geheim. Deshalb müssen Tamara und John Oliver ihr Wissen über neue Stoffmuster oder Konstruktionen für sich behalten. Was hier mühsam erdacht und entwickelt wird, geht vielleicht bald in Großserie und kann, wenn es den Kunden überzeugt, ein gutes Geschäft bedeuten. Die Auszubildenden werden bei ihrer Arbeit nicht allein gelassen. Teamleiter Wolfgang Graf berät sie, wenn sie einmal nicht mehr weiter wissen. Er weiß, gerade in der Industrie sind die Anforderungen hoch, nicht nur an handwerkliche Fertigkeiten. Man muss auch später mal, wenn diese Zuschnitte digitalisiert werden, muss man auch Legebilder für Cutter und so weiter berechnen können. Also ist Mathematik natürlich Grundvoraussetzung. Und Physik, durch das, dass wir auch verschiedenste Gefahrstoffe verarbeiten, von Klebern, Alkoholen, Reinigungsmaterialien und so weiter, sind die natürlich auch von Wichtigkeit. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Handwerkliches Geschick, räumliches Vorstellungsvermögen, Mathematik und Physik. Tamara überträgt nun die ausgeschnittenen Schablonen auf den Bezugsstoff. Sie achtet auf Nahtverläufe und Kerben. Nur so kann John Oliver die verschiedenen Bezugsteile exakt zusammennähen. Nähen? Für einen jungen Mann wie John Oliver kein Problem. Für ihn ist das so wie Autofahren. Gefühlssache. Viel Gefühl im Fuß. Also, man darf jetzt nicht Vollgas geben und zu langsam mit den Händen sein, weil dann ist mal so ein Finger mit drin. Aber es gibt auch Nähmaschinen, die haben Vorrichtungen, extra Fingerschutz und da kann da gar nichts passieren. Das Highlight ist, wenn man selber einen Sitz optimieren darf, wenn man ein bisschen Freiheit noch hat, wenn man mit den Kunden oder mit den Konstrukteuren selber zu tun hat, wenn man das mit ihnen macht. Jetzt ist der Bezug fertig und John Oliver muss ihn nur noch über die Schaumstoffform ziehen. Das erfordert Kraft in den Fingern. Dann wird getackert.
Noch einmal muss er eine Schutzbrille aufsetzen, um sich nicht versehentlich eine Klammer ins Auge zu schießen. Durch das Ziehen gehen hier die Falten raus und die Naht sitzt am richtigen Fleck. Gemeinsam mit ihrem Teamleiter setzen die Auszubildenden schließlich ihren Traktorsitz zusammen. Noch einige schon verlegte Elektroverbindungen zusammenstecken, Lehne und Sitz richtig auf das Gestell platzieren. Es fehlt nur der Traktor, dann könnte der Landwirt bequem aufs Feld hinausfahren. Die Berufsschule im niederbayerischen Mainburg. So, ich habe gerade im praktischen Werkunterricht mit euch festgestellt, dass ihr Kunstleder verarbeitet habt, das relativ viele Fehler gehabt hat. Bei Holger Schälicke lernen Fahrzeuginnenausstatter, wie man Arbeitsabläufe plant, Werkstoffe auswählt, bestellt und vielleicht auch einmal reklamiert. Aber vor allem die handwerklichen Fertigkeiten. Und wenn es in einem Schulprojekt darum geht, ein altes Auto innen wieder herzurichten, sind alle mit großer Leidenschaft dabei. Ob über Kopf oder in gebückter Haltung, kein Arbeitsschritt erscheint zu mühsam oder zu unbequem. Und alle helfen gerne mit. Der Beruf rund ums Auto begeistert viele. Der Fahrzeuginnenausstatter sollte kreativ sein. Er sollte eine Feinmotorik besitzen und auch einfach Liebe zum Material. Das ist schon ganz wichtig, um dann im Beruf da ganz erfolgreich zu sein. Die Ausbildungsinhalte. Werkstoffe bearbeiten, Maschinensteuerungen einstellen, technisches Zeichnen. Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter BR-Alpha Ich Mach's. Die Firma Drechselmeier in Vilsbiburg, auch ein großer Zulieferbetrieb für die Automobilindustrie. Hier zeigt Ausbilder Eugen Blust seiner Auszubildenden Katrin Henrich die hochwertige Verarbeitung eines Armaturenbretts und einer Mittelkonsole. Darauf hat sich die Firma spezialisiert. Eine große Herausforderung für Katrin in der Entwicklungsabteilung, in der sie im dritten Ausbildungsjahr lernt. Diesmal hat sie sich vorgenommen, ein Armaturenbrett mit Leder zu verkleiden. Sie hat schon alles vermessen, Schablonen angefertigt und die richtigen Maße auf das Leder übertragen. Nun bearbeitet sie das edle Material weiter. Zuschneiden, Kanten glätten, zusammennähen und mit Ziernähten versehen, die weiteren Arbeitsschritte. Während Katrin Nähte mit Maschinen anbringt, muss ihre Kollegin Theresa gleich nebenan alles mit der Hand erledigen. Nur auf diese Weise kann sie die Ziernähte für ein Lenkrad anbringen. Die beiden sind 2 von 10 Auszubildenden, die hier gerade den Beruf des Fahrzeuginnenausstatters lernen. Katrin hat die Lederstücke zusammengenäht. Jetzt kontrolliert sie, ob sie auch auf das Armaturenbrett passen. Ganz zufrieden ist sie noch nicht. Die Naht muss ein bisschen besser ausgerichtet werden. Und hier stimmt es noch nicht ganz. Ansonsten schaut es eigentlich schon recht gut aus, wenn es dann aufkaschiert ist. Aufkaschieren nennen Fahrzeuginnenausstatter das feste Verbinden von Armaturenbrett und Verkleidung. Dafür muss sie auf beides großzügig Klebstoff spritzen. Die negativen Seiten. Arbeiten mit Klebstoffen, Verletzungsgefahr an Maschinen, gelegentliche Lärmbelästigung. In der Produktion klebt Katrin das Leder auf. Am sogenannten Kaschierplatz kommt für sie die Stunde der Wahrheit. Jetzt zeigt sich, wie genau sie vorher gearbeitet hat. Mit dem Falzbein drückt sie das Leder in die Fugen.
Mit der Wärmepistole wird noch einmal alles geschmeidiger, lassen sich noch einmal letzte Korrekturen vornehmen. Dann beginnt der Kleber langsam anzuziehen. Für die endgültige Verbindung nutzt Katrin eine starke Presse. Auch von dieser Technik muss sie Ahnung haben und sich zu helfen wissen, sollte einmal etwas nicht funktionieren. In besonderen Schulungen lernen die Fahrzeuginnenausstatter den Umgang mit der Produktionstechnik. So sind ihnen Begriffe wie Pneumatik, der Einsatz von Druckluft, nicht fremd. Und auch der Umgang mit Computern gehört zum Beruf des Fahrzeuginnenausstatters. Katrin kann ihre Computerkenntnisse auch gleich einsetzen. Punkt für Punkt scannt sie die Umrisse der gerade fürs Armaturenbrett verwendeten Einzelteile ein. So können die Kollegen in den weltweit 55 Standorten ihrer Firma auf ihre Arbeit zugreifen und das von ihr hergestellte Armaturenbrett in Serie produzieren. Moderne Schnittmaschinen, sogenannte Cutter, schneiden dann in großen Mengen ihre Muster aus. Das geschieht meist im Ausland. Dort sind die Produktionskosten niedriger. Karrieremöglichkeiten: Meister, Selbstständigkeit, Studium. Fahrzeuginnenausstatter haben nach 3 Jahren eine umfangreiche Ausbildung, die sie für viele Arbeiten in der Fahrzeugindustrie qualifiziert. Auch Handwerksbetriebe wie die große Autosattlerei Schnierle in Augsburg mit 130 Mitarbeitern beschäftigen gute Fahrzeuginnenausstatter. Dort können sie mit ihren Kenntnissen komplette Sitze fertigen, die Heizungen installieren und in Betrieb nehmen. Hier haben sie auch die Möglichkeit, einmal direkt am Fahrzeug zu arbeiten und einen kompletten Innenausbau auszuführen. Oft erledigt der Handwerksbetrieb auf speziellen Kundenwunsch auch Sonderanfertigungen. Und da kann es durchaus vorkommen, eine nackte Karosserie innen komplett neu auszustatten. Mit seinem Know-how verlegt der Fahrzeuginnenausstatter elektrische und hydraulische Leitungen und befestigt den vorher perfekt zugeschnittenen Fahrzeughimmel. Seine Kenntnisse im Maßnehmen, im Anfertigen von Schablonen und im exakten Zuschneiden helfen ihm auch hier bei der Arbeit. Denn der Teppichboden muss genau passen. Mehr Infos zu diesem und vielen anderen Berufen gibt's im Internet unter BR-Alpha Ich Mach's. Und auch diesen Traum können sich Fahrzeuginnenausstatter vielleicht einmal verwirklichen. Als selbstständiger Unternehmer Polster, Armaturen und Seitenverkleidungen eines sündhaft teuren Oldtimers restaurieren oder mit einem wirklich passenden Verdeck ausstatten. Der 71-jährige Kurt Mühlbauer hat sein Geschäft in Regensburg längst an seinen Sohn weitergegeben. Doch den Spaß am Verdeck zuschneiden und damit ein schnittiges Motorboot fast wieder wie neu aussehen zu lassen, diesen Spaß lässt er sich auch im Alter nicht nehmen. Fahrzeuginnenausstatter. Ein äußerst vielfältiger Beruf für Leute, die zupacken können und das nötige Fingerspitzengefühl besitzen.